Herzlich willkommen zu Adagio Live. Wie immer begrüße ich Sie hier aus dem Büro der Wiener Philharmoniker im Musikverein. Mein Name ist Daniel Ottensammer und meine heutige Gesprächspartnerin ist unsere Solo-Harfenistin Annelin Lenartz. Annelin, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben uns tatsächlich lange nicht gesehen. Aber umso schöner ist es jetzt, hier mit dir ein bisschen umso zu sprechen. Umso schöner ist es. Weil normalerweise hören wir uns ja auch nur und haben gar nicht so viel Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Das stimmt. Und jetzt können wir das mal machen. Du bist aus Belgien. Mhm. Was mich sehr interessiert, gleich als erste Frage, wie ist es für dich gewesen, als du in das Orchester gekommen bist, zu den Wiener Philharmonikern. Wie ist es gewesen, für dich in Wien zu leben, mit der Mentalität? Ist das schwierig? Weil ich meine, ich bin Wiener, ich bin hier aufgewachsen und kann das schwer beurteilen. Naja, es war erstmal so, natürlich, erstmal habe ich ein Probespiel gemacht, um eine wahnsinnig tolle Stelle hoffentlich zu gewinnen, was dann auch gelungen ist. Aber an das erste Jahr im Probejahr hat man überhaupt an nichts anderes gedacht, als das Probejahr zu bestehen oder hoffentlich zu bestehen. Und dann erst im zweiten Jahr plötzlich war das so, ah ja, jetzt habe ich es bestanden, jetzt bin ich dann in Wien, jetzt muss ich hier ein Leben aufbauen, weil ich hatte überhaupt nichts vorher mit Wien zu tun gehabt. Die Sprache war neu, ich habe kein Deutsch gesprochen, wo ich angekommen bin. Ich rede vielleicht immer noch ein bisschen halb flämisch, aber... Das ist sehr charmant, also das gut zu dir. Es war einfach alles neu. Wir wissen alle, das Repertoire ist extrem schwierig, man muss viel lernen. Man konnte sich gar nicht so fokussieren auf die Stadt, sondern man war... Ja, auf das Soziale. Und ich darf mich nicht beschweren. Ich meine, alle Kollegen waren wahnsinnig nett zu mir, haben mich total gut aufgefangen. Charlotte, meine Kollegen auch. Also das war nicht das Problem, aber es braucht einfach Zeit, bis man sich wirklich wohlfühlt und dass man Freunde hat, die keine Energie nehmen, aber auch Energie geben. Mhm. Und ja, alles zusammen mit dem neuen Job, neue Kollegen, neue Sprache, das hat schon ein bisschen gebraucht, obwohl ich mich wirklich nicht beschweren will. Aber das, ja, jetzt fühle ich mich wirklich wohl. Nach 10 Jahren wird es Zeit. Wird es Zeit, dass du dich irgendwie wohlfühlst. Aber würdest du schon auch deine Heimat ein bisschen Wien benennen? Auf jeden Fall, ja. Jetzt... freue ich mich jetzt wirklich, immer wenn ich nach Wien komme, ist es schon zu Hause, absolut, ja. Ich denke mir immer, wenn ich jemanden treffe, der Harfe spielt, interessiert mich sehr, wie diese Person zu einem Instrument so gekommen macht. Ist. Ja, was man so macht die ganze Zeit im Orchester natürlich, weil man hat nicht sehr viel zu tun. Aber wie kommt man generell zur Harfe? Spielt da nicht auch eine Rolle, ich meine, das ist eine ganz blöde Frage, aber spielt nicht eine Rolle, dass die Harfe schwer zu transportieren ist und dass man eigentlich ständig sich denkt, ja, wie kriege ich denn dieses Instrument, wenn ich konzertiere, dorthin und dahin? Willst du vielleicht auch wissen, was das Gewicht ist? Sag's mir. Also. Du weißt, es ist die erste Frage nach einem Konzert, dann hat man ein Recital gespielt, eine Stunde, was kostet das? Wie schwer ist es? Nein, aber es ist eine berechtigte Frage, es gibt ja Kollegen auch, die ständig Witze machen, wir hätten Harfe lernen sollen, weil wir oft natürlich viel weniger zu tun haben als andere. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Kadenz oder gibt es viele Solo-Passagen, die man dann plötzlich nach einer halben Stunde sich nicht bewegt zu haben, nicht aufgewärmt zu haben, den richtigen Ton zu erwischen, das zu bringen, wie man es im Kopf hat, hoffentlich. Aber das ist gar nicht so leicht. Und wenn man dann da ist und so eine Stelle spielen soll, dann ist es auch präsent. Und ja, es gibt... Also wenn man dann wahrscheinlich dazu kommt, dass man wirklich was spielt im Orchester, also meine, so wenig ist es auch wieder nicht, ich sehe dich ja doch dauernd, auch in der Oper, aber dann ist es ja wirklich meistens solistisch, das sind dann so in Balletten, Tschaikowski-Balletten, irgendwelche großen Kadenzen, zum große Beispiel, Überleitungen. Ja, denn beim Nussknacker sitzt man eine halbe Stunde, bevor diese Kadenz kommt und dann auf einmal gibt es gar nichts mehr außer die Harfe und man merkt dann so, jetzt muss man sich dann aufwärmen und gleichzeitig den Kadenz spielen. Also es gibt schon oft Stellen. Aber war bei dir schon immer der Wunsch da, dass du ins Orchester gehen möchtest? Weil es ist ja auf der Harfe nicht selbstverständlich. Man kann ja die Harfe in anderen Bereichen auch sehr gut ausüben. Also man muss nicht ins Orchester gehen. Das ist nicht so wie beim Blasinstrumenten, bei den Bläsern ist es ja meistens so, dass du dann doch ins Orchester ziehst von Anfang an. Möchtest du in eine Orchesterposition kommen? Wie war es für dich? Das stimmt und das ist eine gute Frage, weil tatsächlich hatte ich am Anfang nie den Wunsch, eigentlich im Orchester zu gehen. Darf ich vielleicht nicht laut sagen. Oh doch, finde ich ja so interessant, eben gerade bei der Harfe. Aber ich habe immer gerne Solo gespielt, Kammermusik und dann habe ich mal den ARD-Wettbewerb gemacht und haben sie mir viel eingeladen beim Bayerischen Rundfunk und habe viel mit Marius Jansons gearbeitet und dann
kam es so, dass Xavier de Maistre hier gegangen ist und hat mir erzählt von der Stelle. Mhm. Also er hat dir tatsächlich selber erzählt, der Xavier? Er hat es erzählt, ja. Aber sonst natürlich nichts, weil ich hatte mit Xavier auch nichts zu tun vorher. Ich habe nie bei ihm studiert oder so. Aber ganz zufällig habe ich das erfahren durchs Mitspielen in München. Und da habe ich gedacht, boah, das ist schon toll. Ich meine, ich kann trotzdem viele andere Sachen noch machen. Aber wenn man nur Harfe spielt, kommt man nie in Kontakt mit Werke wie Mahler, Strauss. Ich meine, man lernt so wahnsinnig viel. Auch wie ich jetzt spiele als Solistin, ist ganz anderes eben durch das Orchester. Und umgekehrt spiele ich, glaube ich, auch besser in einer Kadenz im Nussknacker, weil ich auch solistisch gewohnt bin, solistisch zu spielen. Also ja, es hilft gegenseitig, aber man wächst wahnsinnig im Orchester einfach. Man lernt so viel, auch wenn man nicht tatsächlich die ganze Zeit spielt, aber man ist dabei. Und man muss versuchen, immer diesen Stil, diesen Klang auch mitzubringen, einfach, mhm, wenn man dann spielt. Du sprichst es an, du bist natürlich bei uns Solo-Harfenistin, aber spielst natürlich sehr, sehr viel solistisch daneben. Du legst großen Fokus darauf, hast schon viele CDs auch herausgebracht mit Solo-Harfe. Inwieweit spielst du das Repertoire, was original geschrieben wurde für Harfe und Orchester eben? Und inwieweit sind auch Bearbeitungen wichtig bei eurem Instrument? Das ist wieder eine schwierige Frage. Nur schwierige Fragen, Leute. Nein, es ist immer, ich meine, ich spiele sehr gerne Bearbeitungen. Ich habe letzte Woche noch die Chaconne von Bach auf Harfe gespielt. Und klar kann man dann sagen, natürlich ist es überhaupt nicht, um Konkurrenz zu machen mit deinen Geigen, weil das geht sowieso nicht. Es geht um die Musik, die geht nicht ums Instrument, die ist einfach wahnsinnig toll. Und ich glaube, wir sollten nur gute Musik spielen. Und wenn ich Chaconne spielen darf oder ich darf eine Bearbeitung von Liszt oder Chopin spielen, dann lerne ich was draus. Und ich versuche vielleicht stilistisch zu bringen, was der Komponist gemeint hat. Aber es ist nie ein Wettbewerb mit dem Originalinstrument. Ich finde immer, ein tolles Beispiel ist die Arpeggione-Sonate von Schubert, wo es auch gar nicht mehr auf der Arpeggione gespielt wird, aber auf alle möglichen Instrumente. Richtig, ja. Und ja, niemand stellt sich dabei eine Frage. Es ist einfach die Musik, die toll ist, egal auf welchem Instrument. Also die Grenzen des Instruments sollte man sich meistens gar nicht stellen unbedingt. Genau, das finde ich auch. Natürlich gibt es Sachen, die vielleicht nicht so toll klingen, da soll man das auch nicht machen, aber es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Also ich bin sicher dafür. Ja. Inwieweit kann man Klavierstücke auf der Harfe so 1:1 spielen? Ziemlich 1:1. Es kommt nur darauf an, wir haben 7 Pedale für jede. Ich sehe da manchmal eins. So, dass, ja, man das ist braucht, so richtige Fußarbeit. Eigentlich gute Bauchmuskeln. Ah ja, weil du kannst die Beine in der Höhe. Ja. Genau, und ansonsten der Oberkörper hoffentlich in Ruhe lassen. Ja, wenn es zu chromatisch wird, dann wird es natürlich schwierig, aber es gibt viele Möglichkeiten, eben weil wir pro Ton noch 3 Möglichkeiten im Pedal hat man auch enharmonische Lösungen. Also das soll man meistens auch nicht so viel erklären an Komponisten, weil die kriegen nur Angst. Aber es gibt auch Möglichkeiten, auch wenn es kompliziert ist. Also man soll es immer positiv angehen. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ja. Du hast, ich weiß es, ich war schon dort zu Gast, du hast ein wunderbares Festival in Belgien, in Gent. Da hast du auch ganz toll moderiert. Da habe ich moderiert auch. Ja. Wirklich, vielleicht habe ich da den Grundstein gelegt für diese Interviewserie. Jetzt hier. Weil ich mache es nicht so gerne, aber du machst es wunderbar. Ach, du machst es genauso wunderbar. Es ist ja ganz einfach mit dir hier jetzt einfach zu sprechen. Das ist doch schön. Und bei diesem Festival war ich eben mit meinem Ensemble, mit dem Philharmonisch zu Gast, da haben wir miteinander musiziert. Wo legst du da den Fokus darauf? Wie siehst du das? Bist du da künstlerische Leiterin? Also kannst du quasi bestimmen, was dort passiert? Hast du bestimmte Vorgaben oder worauf genau, legst du sonst Wert? Also die Idee ist, es ist ein Kunstzentrum, eine Konzerthalle, und die haben mich eben gefragt, ein kleines Festival zu, wie sagt man das auf Deutsch, kurieren oder zu organisieren. Also ich wollte Wien als Schwerpunkt. Dadurch seid ihr auch dabei gewesen, und es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Wien hat einfach so eine große Geschichte, Musikgeschichte, und die Verbindung war eigentlich klar. Aber jetzt ist es so, dass wir versuchen auch, wir hatten schon das dritte Jahr, also vorbereitet, und um danach mal eine Reise durch Europa zu machen auch, damit wir von Wien aus auch mal nach Prag oder und das in den Fokus stellen dann ein eben bisschen immer ein bisschen einen Fokus, trotzdem mit einer Verbindung
zu mir, aber es gibt so viel zu erzählen in der Musikgeschichte. Also, musstest du das Festival jetzt pausieren wegen der Corona-Zeit? Es hat noch stattgefunden Ende Jänner und hoffentlich bis zum nächsten Mal wird alles wieder... Es ist zum Glück möglich, auch im kleinen Rahmen zu spielen. Also von dem her, wir sind flexibel, wir können immer was anpassen. Schön. Was sind so deine zukünftigen Projekte? Hast du irgendetwas vor? Du hast ja, wie gesagt, das habe ich schon erwähnt, einige CDs aufgenommen. Ist irgendwas in der Planung? Hast du irgendwas Neuartiges entdeckt, was du aufnehmen möchtest oder irgendetwas, was dir am Herzen liegt? Ja, es ist das Tolle an, also wenn man das positiv sehen will, an Corona ist, glaube ich, dass wir alle ein bisschen mehr Zeit hatten, um mal Sachen anzugehen, wofür man sonst keine Zeit findet. Und eben die Bearbeitung, mache ich sehr gerne. Ich komponiere ein bisschen auch. Machst du selber, ja? Auch die, ja, schön. Aber es gibt halt nie genug Zeit. Und für die nächste CD, es liegt in der Linie von meiner Arbeit mit Opern und Symphonien, hatte ich schon ewig einen Traum, eine Bearbeitung von Liszt, Le Prélude zu machen für Harfe. Und das habe ich eben geschafft. Wow. In der Quarantäne. Also für das nächste CD-Aufnahmeprojekt in Jena. Ja, genau. Schön. Jetzt muss ich es noch lernen, damit ich es auch spielen kann. Aber da können wir uns alle freuen drauf. Das ist sicher sehr spannend, das auf der Harfe zu hören. Du hast unter anderem, ich war leider nicht dabei, ich konnte es nicht hören, aber du hast vor kurzem auch mit deinem eigenen Orchester solistisch gespielt. Im Zuge der Mozartwoche hast du das Flöten-Harfen-Konzert von Mozart gespielt. Kannst du kurz erzählen, wie war das Erlebnis, so vor dem Orchester mit deinem eigenen, mit den eigenen Kollegen zu spielen? Das war sehr besonders. Ich meine, ich habe Mozart schon sehr, sehr oft gespielt. Mhm. Eben auch, wo ich das erste Mal, das war ein bisschen skurril, wo ich 16 war, auch im großen Festspielhaus mit dem Mozarteum-Orchester. Ja, ja. Ich habe damals überhaupt nicht kapiert, was alles passiert. Aber dann so viele Jahre nachher mit dem eigenen Orchester vorne zu setzen, obwohl man es eigentlich schon ein bisschen gewohnt ist, das war ganz, ganz anders, weil man ist es gewohnt, auch im Orchester ein Teil davon zu sein und dann plötzlich ist man so solistisch davor. Genau, und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass die Kollegen einem ein bisschen besser beobachten. Ja, das ist ganz so, klar. So geht das. Aber die Unterstützung ist sicher auch großartig. Also man spürt wahrscheinlich so ein bisschen von hinten. Man spürt wirklich, man hat total tolle Unterstützung gehabt. Es war ganz besonders. Es ist wirklich ein toller Moment gewesen, ja. Vielleicht kannst du abschließend noch ein Werk nennen, weil du vorher gesagt hast, man hat viel Pausen bei der Harfe, in der Oper und in der... Ich hätte es selber nicht erwähnen sollen. Ich hätte es nicht erwähnen sollen, das ist jetzt irgendwie der Leitfaden durch das Ganze. Jetzt kriegt man ein ganz falsches Bild. Im Grunde spielt ihr ja schon bei gewissen Opern ständig, also das ist jetzt auch wieder nicht so extrem. Aber vielleicht kannst du ein kurzes Beispiel nennen. Hat dich irgendetwas in deiner ersten Saison, als du da warst, irgendein Werk, hast du das besonders im Kopf oder irgendeinen Komponisten, wo eben so ein plötzliches Harfensolo stattfindet? Vielleicht nicht unbedingt gleich ein Solo, aber ich hatte, bevor ich nach Wien kam, nie Oper gespielt. Mhm. Und dann dieses ganze Repertoire von Strauss kennenzulernen mit Ariadne auf Naxos, Salome, da gibt es wunderbare Harfenstelle, die man vielleicht nicht immer hört, aber die eine totale Herausforderung sind. Wenn man heutzutage einen Komponist sagen würde, oder jemand würde sowas schreiben, würde man sofort sagen, nein, das geht nicht. Das ist total schwierig, komplex. Aber es ist so unglaubliche Musik, Rosenkavalier. Also ich habe so viel dazugelernt und das sind auch eben die Momente, die man dann jetzt vermisst. Ich hoffe, wir kommen bald wieder zu dem Normalbetrieb. Ich hoffe aber auch, dass Richard Strauss ist wirklich, wirklich was Besonderes. Und da ist die Harfe tatsächlich dann als Orchesterinstrument eingebunden in den Orchesterklang, ne? Was dann auch wahrscheinlich eine ganz besondere Herausforderung ist, auch ein schöner Moment, wenn man eben nicht nur die Kadenzen spielt, sondern einfach in den Orchesterklang eingebunden ist, ne? Diese Mischung. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Annelene, vielen Dank, dass sehr du gerne. Da warst. Danke, dass Danke du mit mir gesprochen hast. Vielen Dank auch fürs Zusehen. Und ich freue mich wieder auf nächste Woche, wenn ich einen weiteren Kollegen aus meinem Orchester treffe. Und das Ganze natürlich bei iDAJO live.